So, hallo YouTube. Nachdem ich in meinen letzten Videos ein paar feststehende Messer gezeigt habe, möchte ich diesmal wieder mal ein paar Klappmesser zeigen. Und zwar von der Firma Spyderco. Sind beides Klappmesser mit Titan Frame Lock und auch die andere Griffschalenhälfte ist aus Titan bei beiden. Das ist einmal das Spyderco Sage 2 und das andere ist das Spyderco Techno. Die Messer sind beide in Taiwan gefertigt und schon deshalb sehr hochwertig gemacht. Da gibt es also gar keine Verarbeitungsmängel. Funktionieren auch beide perfekt. Das Sage 2 habe ich schon ein paar Jahre und das habe ich damals noch ganz regulär im Ladengeschäft gekauft für 270 Euro. Und das Techno habe ich auch auf dem Gebrauchtmarkt bekommen. War aber auch noch unbenutzt. Ja, fangen wir mit den technischen Daten an. Das Sage 2 wiegt 96 Gramm. Die Klingenlänge sind bis zum Griff 7,5 cm und die Gesamtlänge 18 cm. Das Techno wiegt 3 Gramm mehr, nämlich 99 Gramm. Die Klinge ist 6,5 cm lang, also 1 cm kürzer, und die Gesamtlänge sind 15 cm. Dadurch, dass die Messer gleich schwer sind, das liegt daran, dass das Techno sehr viel dicker ist. Sieht man hier im Moment. Allein die Klinge ist schon dicker ausgeführt. Im Moment, können wir gleich mal messen. Das ist 4,5 mm stark ist sie. Und beim Sage sind es wahrscheinlich im Moment ja, 3 mm. Also das ist so Standard bei Spyderco, bei den normalen Klappmessern. Und da eben 4,5 bei dem. Das Messer wirkt auch sehr robust, also und stabil in der Hand. Und wenn, hier mal ein Größenvergleich. In meine Hand passt es auch ganz genau rein. Wer größere Hände hat, muss sehen, ob er damit leben kann. Aber mir passt es perfekt. Wenn ich es zupacke, hat man richtig viel in der Hand auch durch den voluminösen Griff. Und man kann auch sehr kräftig mitarbeiten, weil die Schneide auch ganz nah an der Hand dran ist. Hat man es wirklich sehr sicher. Hinten der Backspacer ist blau. Ist Geschmackssache, wem es nicht gefällt. Notfalls gibt es da Ersatz bei der Firma Cuscardi. Die stellen die her und bieten die auch in anderen Farben an. Also mich stört er nicht. Was beide noch gemeinsam haben, ist der Wireclip. Finde ich also sehr schön von Spyderco, der Wireclip, der sitzt auch sehr tief in der Tasche. Und beide sind auch mit pulvermetallurgischem Stahl hergestellt, die Klingen. Allerdings unterschiedliche und einmal haben wir den S30V beim Sage 2 und beim Techno ist es der TDS XHP. Welcher Stahl besser ist, kann ich nicht sagen. Habe ich zu wenig Erfahrung damit, weil das Techno habe ich noch nicht so lange. Wird aber beide werden völlig ausreichend sein für ein Klappmesser in der Größenordnung. Was es noch für Unterschiede gibt, ja, der Titan Frame Lock, die Aussparung, dass es leichter federt, ist beim Techno außen und beim Sage ist die Aussparung innen. Ist vielleicht auch eine optische Frage, wem irgendwas nicht gefällt, aber eigentlich spielt es keine Rolle, funktionieren beide. Das Techno lässt sich verschieden öffnen. Die übliche Öffnungsart ist ja hier, einfach auf, zu. Man kann es auch von hinten mit dem Zeigefinger aufmachen. Durch die kompakte Größe geht das sehr gut. Und natürlich lässt sich es auch einfach
aufflippen. Das geht so schnell, dass die Kamera gar nicht nachkommt. Sehe ich gerade. Das Sage 2 geht genauso. Sehr komfortabel auf. Vom Öffnen noch komfortabler als das Techno, weil die Klinge einfach ein bisschen anders sitzen, der Griff größer ist. Lässt sie auch von hinten öffnen mit dem Zeigefinger und ja, flippen. Geht auch, ja. Ja, da geht das Techno besser. Okay. Aufgehen sie beide. Auch so mit dem Schwung. Gehen sie auch auf. So. Also funktionieren tadellos und auch wirklich perfekt gearbeitet. Da gibt es gar nichts auszusetzen. Das Sage 2 hat ja genau exakt die gleiche Größe, gleichen Abmessung wie das Sage 1. Werden wahrscheinlich alle wissen. Das ist ja auch der Sinn bei der Sage-Reihe, dass die alle gleich sind. Und immer nur der Verschluss und das Griffmaterial geändert wird. Ja. Die habe ich beide sehr gern, die Messer. Das war früher mein absoluter Favorit, darum habe ich auch so viel Geld dafür ausgegeben. Mittlerweile gefällt mir aber das Techno besser. Und zwar einfach aus dem Grund auch, die Optik erstmal ist schöner, das Ganze ist geschlossen, sieht es einfach besser aus, geht alles ineinander über, das Loch sitzt also tiefer im Griff, es gibt hinten keinen, nicht den typischen Spider-Cop-Buckel, der macht zwar auch Sinn, aber es sieht einfach hier ein bisschen besser aus. Und ja, man hat es einfach ein bisschen normaler in der Hand. Hier ist man da gezwungen durch die zwei Fingermulden hier mit dem Vorgrip ist man ein bisschen gezwungen und das Techno kann man einfach in die Hand nehmen, wenn man es will, das passt immer. Und was mir aus dem beim Techno auch sehr gut gefällt, ist, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, das Stonewash Finish. Und zwar Griff und Klinge sind beide mit einem sehr schönen Stonewash Finish. Ja, hier ist alles, also die Klinge ist ganz normal geschliffen und der Griff ist einfach mattes Titan. Ist auch in Ordnung, also, aber zurzeit gefällt mir das Techno einfach besser von der Optik her. Ja, mehr fällt mir jetzt zu dem Messer nicht ein. Ich werde die Woche wohl nochmal ein Video drehen. Und zwar suche ich mal wieder zwei Messer aus, die ein bisschen zusammenpassen von Spyderco. Ich denke mal, es werden zwei Messer mit der gleichen Stahlsorte sein. Okay, also bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.